Moin, mein lieben Blogger. Wenn man momentan Nachrichten liest, dann stolpert man gerade immer wieder über ein großes Thema und das ist Inflation. Hier sind solche Nachrichten wie Energiepreise, Verbraucherschützer warnen vor sozialen Folgen der Inflation. Verbraucherschützer und Sozialverbände warnen, hohe Inflation führt zu dramatischer sozialer Schieflage. Dann hier so ein Bild mit Schuhen, wo die Zehen schon rausgucken, dass man so denkt, so, okay. Man kann sich nichts mehr leisten. Monsterinflation, sprecht über Preise, bevor ihr über Posten redet. Also ein sehr großes Thema, wie ihr seht. Aber was ist erstmal Inflation? Inflation bedeutet einfach, dass die Preise steigen und ihr somit mit dem gleichen Geld weniger kaufen könnt. Allgemein wird eine Inflationsrate von knapp 2% als optimal für die Wirtschaft angesehen. Und das bedeutet, dass etwas, was in diesem Jahr 100 Euro kostet, im nächsten Jahr 102 Euro kostet. Wenn man sich ja einmal den zeitlichen Verlauf der Inflationsrate anguckt seit 2006, dann fällt schon auf, dass es immer mal wieder Auf und Abs gab. Es ist also ganz normal. Aber man muss schon sagen, von 2000 auf das Jahr 2021 hat man da schon einen sehr, sehr krassen Sprung. Vielleicht sogar, ja, ich würde sagen, sogar den krassesten Sprung in dieser gesamten Grafik. Und zwar von einer Deflation von minus 0,5% fast auf eine Inflationsrate von ungefähr 4%. Wenn wir uns hier das Jahr 2020 mal angucken, sehen wir, dass wir mit einer sehr gesunden Inflationsrate von 1,7% gestartet sind. Dann ist das langsam abgeflacht und dann plötzlich von Juni auf Juli umgeswitcht von ungefähr 0,9% Inflationsrate, was noch okay ist, auf minus 0,1% würde ich sagen. Und ist danach weiter konstant unten geblieben. Halt, irgendwas war doch von Juni auf Juli. Was ist da passiert? Ja, richtig, wir haben eine Mehrwertsteuersenkung bekommen. Die Mehrwertsteuer wurde von 19 auf 16% reduziert, beziehungsweise für Lebensmittel von 7 auf 5% reduziert. Und was hat das zur Folge? Die Preise sinken. Also haben wir eine Deflation. Man bekommt plötzlich für sein Geld mehr im Laden. Ist also überhaupt gar nicht verwunderlich, dass hier plötzlich, dass wir da aus einer gesunden Inflation in eine Deflation rutschen. So, jetzt sind wir hier im Jahr 2021 und hier sieht man noch das Ende vom Jahr 2020 und ab dem 1. Januar 2021 geht es plötzlich wieder bergauf. Von einer Deflationsrate von minus 0,3% im Dezember zu einer Inflationsrate von 1% im Januar und dann geht es immer weiter hoch und bis zu 4,1% im September 2021. Ja, wieder, was ist passiert? Ab dem 1.1.2021 ist die Mehrwertsteuersenkung wieder zurückgenommen wurden. Das heißt, wir haben wieder anstatt 16% Mehrwertsteuer 19% gezahlt, beziehungsweise auf Lebensmittel von 5 auf 7%. Und ja, das hat natürlicherweise wieder zu Preiserhöhungen in den Supermärkten geführt, was bedeutet, man bekommt für sein Geld, für dasselbe Geld weniger im Supermarkt, was die Definition von einer Inflation ist. Und ja, das Ganze ist meiner Meinung nach vorhersehbar, ganz normal und es gibt keinen Grund für irgendeine Panikmache. Wenn man bedenkt, dass die Mehrwertsteuer um 3% wieder gestiegen ist und die normale Inflationsrate bei knapp 2% liegt und wir jetzt bei kurzzeitig bei 4% liegen, dann ist das für mich nachvollziehbar, weil die normale Inflation eben bei 2% wäre, 3% Mehrwertsteuererhöhung bedeutet jetzt nicht direkt 3% Inflation, aber es geht natürlich in diese Richtung. Und für mich ist das Ganze, wird es heißer gekocht, als es ist. Es ist wieder, die Medien pushen das Ganze wieder hoch, das Thema. Missbrauchen das für Klickzahlen, so wie ich es auch mache. Und ja, schlachten das Thema halt aus, historischer Anstieg der Inflation, dass da aber eine Mehrwertsteuersteigerung stattgefunden hat und
dass dann logisch ist, dass alles einfach mehr kostet, das vergessen die meisten halt und oder vergessen es, erwähnen es nicht und wollen halt einfach nur ihre Artikel schreiben, recherchieren nicht richtig oder was auch immer. Vielleicht irre ich mich auch und es hat überhaupt gar nichts damit zu tun, dass die Mehrwertsteuer gesunken und gestiegen ist. Glaube ich aber kaum. Und ja, es wird dann halt auf Benzinpreise, Ölpreise, auf andere Staaten, Russland und die Arabischen Emirate geschoben. Ja, anstatt einfach mal kurz zu recherchieren, kurz nachzudenken, hey, warum ist denn jetzt im Juli 2020 die Inflationsrate gesunken in eine Deflation und plötzlich am 1. Januar oder im Januar 2021 wieder sprunghaft angestiegen. Warum? Warum? Naja. Das war's zu dem Thema. War jetzt das erste Mal so ein Video in dieser Richtung. Schreibt gerne, ob ihr das gut fandet oder ob ihr mehr von solchen Videos wollt. Ansonsten erstmal abgevloggt und bis dann. Abgevloggt. Kleiner Nachtrag noch nach dem Schnitt. Natürlich haben steigende Ölpreise und steigende Gaspreise auch was damit zu tun und steigende Benzinpreise, dass die Inflation halt zunimmt. Aber was ich damit sagen wollte, ist, dass es nicht der alleinige und ausschlaggebende Punkt, so wie es in vielen Artikeln dargestellt wird, sondern dass auf jeden Fall ein Großteil dieser Steigerungen und Senkungen der Inflationsraten in genau diesen Monaten, die ich angesprochen habe, meiner Meinung nach durch die Senkung bzw. Erhöhung der Mehrwertsteuer zustande kommt. Und das bei den meisten Artikeln, zumindest ich habe noch keinen einzigen Artikel gefunden, der das erwähnt hat, doch einer hat es leicht angedeutet, bei den meisten Artikeln einfach außen vor gelassen wird und es wird einfach nur geschrieben, historische Inflationsratensteigerungen und nicht sachlich mit dem Thema Umgang. Jetzt aber wirklich abgevloggt.